Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Factorio mit mir, dem Lupus, und viel mit dabei, der Gabax. Jo, hallo Leute. Ja, und wir sind dabei, den, wie Gabax das schön sagte, Standalone-Komplex zu bauen. Ja. Okay, Anspielung war gewollt. Neuer Stromgenerator, denn der alte, ja, ist schon an seinem Maximum angekommen. Ich finde das immer noch krass. Dass wir so viel Strom verbrauchen, ey. Wahnsinn. Wir haben gar nicht mehr auf den Strom geguckt. Wir haben einfach nur so, ja, ja, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ja, also wenn ich das, ich gucke hier nämlich gerade mal. Bei mir gibt es hier Turbinen, die laufen gar nicht. Ernsthaft? Ja. Die untere Hälfte, der untere Teil läuft gar nicht. Die hat keinen Dampf. Ja, also wieso? Irgendwas stimmt hier nicht. Temperatur ist voll. Da fehlt Wasser. Da fehlt Wasser. Da fehlt Wasser? Echt? Da fehlt Wasser. Guck mal, da wo du stehst. Ja. Da die Wasserrohr. Da ist kein Wasser. Du hast kein Wasser. Warum ist hier kein Wasser? Weil das nicht reicht. Die eine Pumpe. Okay. Du brauchst schon bei der Pumpe geht das schon los. Die Pumpe schafft das nicht. Ja, dann müssen wir hier noch eine Pumpe hinbauen. Da ist das Problem. Ja. Ich habe eine Vermutung, was das Problem ist. Ja, und zwar? Das ist so ähnlich wie das Problem mit den Kohledingern. Das System funktioniert nicht unter Volllast. Hier sind nur zwei Pumpen. Ja, gut. Aber die Pumpe... Der hat am Anfang funktioniert... Aber jetzt funktioniert er nicht mehr oder er funktioniert nicht unter Volllast. Ah. Weil dann, pass auf. Ja, ich hab's gerade gesehen. Dann ich glaube, da ist das Problem. Dann werde ich doch mal hier. Also, ich bin hier momentan immer fleißig dabei. Zumindest sobald ich was hab. Es ist so ärgerlich mit. Warte mal. Ja, warte, ich guck mal, ob ich das vielleicht hier mal lösen kann mit dem. Ups, ich muss mal kurz das Stahlband kappen, ey. Komm sonst hier nicht zu Stahl. So, da oben ist kaum Wasser drin. Der Druck ist zu niedrig. Ja, da muss einfach eine zweite Pumpe hin. Die Pumpe schafft das nicht. Ja, hier unten. Jetzt komme ich, jetzt so, kriege ich hier richtig gestrahlt. Wenn man hier so an der Quelle sitzt. Probieren wir das mal aus dem Tank heraus. Sehr schön. Ach, jetzt fehlt mir ein Kupfer. Es fehlt an mir immer. Sekunde, ist die Kupferkiste etwa da hinten schon? Ach, da so, da kommt das alles angeflogen. Das dauert so lange. Okay, der füllt das. Kommt zu wenig Wasser an. Hier hinten ist auch nichts drin. Ja, hier. Das. Also hier kommt kaum Wasser an. Der linke Teil. Und hier oben? Ja, hier oben geht's. Dann ist Wasser das Problem. Ja, also hier kommt auch sehr wenig an. Der zwackt zu viel ab hier. Okay, warte mal. Dann baue ich das mal so um, dass der hier reinleitet und da raus. Die liefert mich hier, Schweine. So, dann soll das hier raus. Damit erstmal der Tank gefüllt wird. So, dann drehe ich den mal. So. Problem ist, hier wird vorher abgezwackt, dadurch sinkt natürlich der Druck. Der Druck sinkt so extrem, dass er dann nichts mehr abkriegt. Aber hier werde ich auf jeden Fall nochmal irgendwie
noch eine Pumpe ansetzen. Vielleicht. Ja. Bauen wir hier nochmal eine ran. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das so. Also, klar. Also, da waren nur zwei Pumpen dran. Ich meine nämlich auch, das war für. Da brauchte man auch deutlich mehr. Mhm. Aber unter ist es natürlich nie aufgefallen, ne? Weil wir nicht unter Volllast gearbeitet haben. Ja. So, jetzt laufen die unteren nämlich auch. Jetzt sieht nämlich der Strom auch schon gleich wieder ganz anders aus gerade. Ja. Deswegen sage ich ja, der andere braucht hat sechs Wasseranschlüsse, weil er die halt braucht. Ja, ich habe jetzt gerade 5. Ja. Und hier unten fehlt auf jeden Fall auch noch Wasser. Also hier hinten kommt immer noch nicht genug an. Da muss ich noch was machen. Läuft. Ja, ist schon besser. Da sind jetzt auch 2 Stück. Also ich habe jetzt gerade 2. Pumpen. So, hier muss ich aber noch mal ein paar. Oh, haben wir keine roten Chips mehr? Das wäre natürlich jetzt ärgerlich. So, machen wir es mal so, dass das hier rauskommt und hier reinpumpt. Ups, das war falsch. So. Dann machen wir das mal so. Das ist nicht. Mit die hier doch noch. Ups, nein. So. Kommen ja alles von den Bändern. Blablabla. Aha. So, der ist Tank ist jetzt den letzten voll. Roten Chip. Der Tank ist voll, also müsste der ja eigentlich. Ah, es kommt schon mehr hinten an. Es wird schon positiv. Okay, die unteren, die drehen jetzt auch. Zwar noch nicht mit Volllast, aber. Hier kommt immer noch nicht genug Wasser an. Das ist. Hier ist immer noch. Wie viele Reaktoren fehlen denn jetzt eigentlich? 2 noch. Okay, warte mal. Hier kommt noch Wasser an. Hier ist auch Wasser drin, aber ziemlich wenig. Also unten links ist immer noch das Hauptproblem hier. Okay. Muss mal gerade gucken. Da pumpen jetzt 2 rein. Hier sind 2. Okay, hier pumpt eine rein direkt. Hier auch direkt und hier eine. Vielleicht sollten wir da nochmal eine. Ich meine, viel Platz habe ich ja auch nicht für. Warte mal, das sind jetzt 100%. Hier sind auch 100 drin. Hier sind nicht ganz 100. Wie sieht es denn hier aus? 100, 100. Okay, also hier muss auf jeden Fall noch mehr rein. Das heißt, hier lege ich jetzt nochmal eine Pumpe, die direkt durchballert. Vielleicht hier nochmal so angeschlossen wird. Damit hier der auch auf 100 kommt oder so. Hier. Bisschen Platz. Ach was, Produktivitätsmodule kann man nicht in Beacons reinsetzen? Bitte was? Das ist ja Kacke. Produktion. Produktivitätsmodule, nee, nicht mehr. Haben sie weggemacht. Das ging mal. Das haben die mit irgendeinem Patch geändert. Okay. So. Gucken wir mal, ob das dann reicht, wenn ich hier. Okay, der steigt jetzt vom Druck. Da fehlt ja ein Greifarm. Okay, jetzt steigt er vom Druck. Genauso wie hier. So. Ja, ich habe jetzt nochmal eine Pumpe gemacht, die hauptsächlich nur hinten quasi durchdrückt. Nach hinten durch. Okay, hier ist auch mehr jetzt. Oh ja, das sieht jetzt schon deutlich besser aus. Leistung steigt jetzt. Hier dreht er, da dreht er. Ja, sieht gut aus. Und guck mal, wie viel Strom wir jetzt haben. Also die produzieren jetzt 200 Megawatt. Aber es ist wenig. Irgendwie gerade. Hä? Hat er nicht vorher mehr produziert? Hä? Wie meinst du das? War die Produktion vorher nicht höher?
von der. Guck mal, 230 produzieren. Nils hat wohl gerade so. Ja, aber jetzt hat er ja auch Kapazitäten wieder nach oben. Jetzt sagt er ja, okay, ich kann so und so viel auch noch produzieren. Genau. Okay. Ja, dann ist das jetzt doch noch nicht so dringlich mit dem neuen Atomkraftwerk, ne? Ja, schön. Jetzt haben wir es aber schon im Bau. Ja. Dann können wir es trotzdem bauen, ne? So, lassen wir mal gucken. Ich baue mal diese ganzen Vergleichskombinatoren. So, Lämpchen, so, ganz viele. Tanks. Brauchen wir noch Tanks, ne? Jupp. Das Problem ist halt Stahl aktuell. Ja. Das ist wirklich Stahl. Ja, wir brauchen sehr viele Turbinen halt. Ja, die Turbinen sind nicht das Problem. Die Turbinen brauchen keinen Stahl. Okay. Problem Was sind die Heat-Exchanger und die Heatpipes. Die brauchen beide Stahl. Ja, und der Reaktor, für den fehlt mir ja auch gerade, obwohl, da habe ich genug Stahl. Mir fehlen da jetzt nur noch blaue für. Rote meine ich. Da habe ich ja schon gerade das Band gekillt. Damit ich die alle kriege. Ja, warte mal. Und zack, der kann da rein. Ah, Lampen. Ein paar Tanks noch. Ach, so viel ist das gar nicht. Also das sind, ja, kostet halt ein bisschen Zeit, ne? Die ganzen Turbinen und so. Es kostet aktuell leider gerade Zeit, das alles zu bauen, ja. Ja. Gib zu, das ist jetzt nicht wirklich spannend, aber ja. Vor allem diese ganzen Vergleichdinger, ey, wie viele sind das denn, ey, am Arsch? Sind viele, ich weiß. Der braucht jetzt noch 135 Vergleich kommen, Alter. What the fuck? Ja, dann baue ich erstmal Lampen. Die kann ich wenigstens. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt baue ich Lampen. Ja, derweil kann ich wenigstens hier gucken, wie das mit sich mit dem Wasserdruck hier verhält. Aber es sieht jetzt richtig gut aus. Also, Dampf ist jetzt auch genug. Die sind jetzt voll. Deswegen müssen wir gleich mal gucken, wie wir da jetzt. Wie wir da das Ganze mit 6 Pumpen hinleiten. Das wird lustig. Ja. Ja, rechts müssen wir mal gucken, wo wir Platz haben für Pumpen, ne? Deswegen. Na gut, also die eine Pumpe, die wir da haben für das Öl, das, für die Chemiedinger, das können wir auch ein bisschen nach rechts verschieben. Und vielleicht können wir ja ein bisschen mit Aufschüttungen arbeiten, um da Begradigung zu machen, damit man da welche hinstellen kann, weil an diesen kleinen Fitzeldingern kannst du ja immer nichts bauen. Ja, lass uns mal überraschen, würde ich mal sagen. Lass uns überraschen. So. So, Lampen, Lampen, Lampen. So, und da ist der letzte Generator. Dann die Tanks. So, plupp, ich schmeiß mal momentan immer alles ins Logistiksystem. Ich bin da gerade ganz faul. Okay. Für die Tanks braucht er denn noch 9. Das geht ja. Der braucht. Okay, wie viele Lampen? 29, 15. Okay, plus, was sind das? Diese anderen, 2 Stück davon. 2. Die Heatpipes sind. Ne, 4. Und 2 davon. Achso, 7 davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt mal dieses ganze Fizzle-Kram-Zeug bauen. Mach alles hier rein damit. Aber ich find's cool, dass du auch viel mit diesen Schaltkreisen arbeitest, also mit diesen Lämpchen und alles. Das ist immer was fürs Auge. Da sind eigentlich auch mal richtig geile Sachen dabei. Hm. Also da kannst du schon richtig geilen Scheiß mitmachen. Das ist es ja gerade. Ach so, die schickst du zu mir. Ach so, okay, die laden sich bei mir auf und dann schicken sie so weiter. Gehen sie weiter. Hm, was? Ja, für diese Heat-Dinger, die du gerade baust. Ja. Die schicken sie mir. Also die krieg ich, und also beziehungsweise bei mir machen sie einen Zwischenstopp und bringen es dann, ja, und bauen es dann mit mir. Ach so. So, Lampen habe ich schon mal alle durch. Ja, das ist halt einfacher, wenn ich sie einfach bauen kann und dann einfach ein System werfe. Ja. Weil irgendwie haben wir auch überhaupt keine Pipes aktuell. Nee. Pipes bräuchte ich auch. Ja, weil die eine. Ja. Produzieren wir die ja eigentlich ja, schon? Ja, die, ne? Produzieren wir. Aber der kommt da nicht hinterher.
Ich mach da mal eben. Zack, eine zweite Maschine draus. So, die Tanks sind alle fertig. Warum hat denn der von den Dingern nicht alle gesetzt? Ach, jetzt, okay. Eine davon noch. Setzt die mal bitte. Okay. Oder habe ich keine mehr? Doch. Nee. Da fehlt noch eine. So. Dann von den... Was? Drei Stück? Hatte ich nicht sieben gebaut? Ach, da sind doch... Hä? Wo kommen die denn hin? Was denn? Ja, ich muss immer erst gucken, wo das hingehört. Ich muss ja hier immer drum rumlaufen, um zu gucken, wo das hingehört. Okay, das haben wir soweit. Einer von denen fehlt noch. Wo kommt der denn hin? So, wo hin denn jetzt noch? Ich muss mal eben auf das System warten. Damit ich weiß, wie viele Heatpipes. Guck mal, da ist schon mal eine Lampe aktiv. Ui. Wie, die funktioniert schon? Eine Lampe ist schon an. Ich muss jetzt gerade den Standort finden von dem einen Kombinator oder Addierer oder was auch immer. Den ich noch im... Ah ne, jetzt hat er ihn schon gesetzt, okay. Das heißt, jetzt nur noch 13 Heat-Dinger, diese Heat-Pipes. Nur noch 13? Ja. Aha, dann baue ich die eben. Deswegen, ich habe nämlich eben gewartet, um zu sehen, wie viele überhaupt fehlen. Ja, ich guck mal gerade, was er mir jetzt hier noch schickt von dir. So, das sind 13 Stück. Dann zwei Hangare, okay, die einer noch. Einen habe ich gerade reingesetzt. Okay. Einer ist unterwegs. Dann breche ich einen ab. Ich baue jetzt noch einen. Okay, und klar. 29 Turbinen noch. Da baue ich auch noch mal ein paar. Und die Heat Exchanger. Ja. Das Problem ist, mir fehlen momentan Rohre. Nicht nur dir. Ich baue die ja schon. Kupferplatten fehlen jetzt gerade. Wo fliegt der denn jetzt hin? Achso, jetzt haben sie wenigstens die Hangare schon mal. Boah. So. Okay. So, stimmt, einer Hangar fehlt noch. Da hinten. Ja, den muss ich erstmal hinlaufen. Ich habe den in der Tasche. Also, ich wollte gerade sagen, das schmeiß ich noch. Ja, ich muss ja ständig hin und her laufen. Ja, warum? Ja, weil ich nicht die Sachen, so... Brauchst die Sachen doch einfach nur ins System schmeißen. Nee, links ist nicht, kein, doch? Ist, nein. Doch. Weil das Hangar, weil der Hangar noch nicht da ist. Jetzt ist er da. Ja, und? Jetzt? Aber der hätte vom System gebaut werden können. Es ist alles im grünen Bereich. Ja, stimmt. Komisch. Haben sie aber nicht gemacht. Achso, nein, du musst den ins System werfen. Du musst den bei dir in die Mülltonne reinwerfen. Achso. In den Trash-Slot. Okay. Slot. Ja, hab ich aber nicht. Trash-Slot. Ja. Hat das ignoriert, ne? Ja, ja. Wir sind hier übelst am Bauen. Und ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht auf die Zeit geguckt. Und Zeit ist aber leider schon wieder rum. Ihr seht, so Großprojekte dauern leider hier ein bisschen. Aber rumblödeln seid ihr von uns gewohnt. Und ja, ich hoffe mal, dass wir den dann in der nächsten Folge wieder fertig kriegen. So. Ich habe das Wort gerade. Ja, ich hoffe, dass wir ihn in der nächsten Folge fertig kriegen und mal gucken, wie der dann funktioniert. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Jo, ciao.